endlich auch mal kommen. Ja. Ja, wir haben hier 97 Kinder angemeldet für dieses Camp 2021. Sind sehr glücklich, dass diese Kinder alle angereist sind, wohlauf sind. Man sieht die Fröhlichkeit der Kinder, die sind unterwegs, die lachen, die freuen sich, sie springen durchs Gelände. Also da ist schon auch viel Psychologie im Spiel, denn die Kinder müssen hier raus, müssen sich bewegen und das können sie bei uns. Alles, alles mit Ball, von der Volleyabnahme übers Kopfballspiel, Torschussübung und natürlich dann die Spielformen. Wir haben noch nicht speziell festgelegt, auf welchen Positionen sie spielen sollen. Auch da können sie sich frei entfalten. Natürlich brauchen wir einen Torwart. Das ist meistens ja dann im Alter auch, die wollen das unbedingt. Torwart ist 1A. Die gehen dann auch ins Tor, aber ansonsten lassen wir den Kindern völlig frei im Spielraum. Wir haben heuer 25-jähriges Jubiläum. Vom ersten Tag an unserer Fußballschule war klar, dass wir als ehemalige Straßenfußballkicker den Straßenfußball auch auf die grüne Wiese zurückholen wollen. Wir trainieren alles mit Ball, jede Übung, selbst das Warmmachen ist mit Ball. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, weil wir haben das goldene Lernalter hier der 6-, 8-Jährigen bis 12-, 14-Jährigen. Und das kommt so gut an. Ja, wir haben Herrn Bernd Vossler, der ist unser Spezialtrainer für die Bambinis, der 4-, 5-, 6-Jährigen. Das ist ein anderes Training, das ist Kindertraining. Dann haben wir Peter Bongrowitz, x-facher deutscher Meister, U17, U19 mit Borussia Dortmund. Toller Trainer. Dann haben wir Dieter Schlindwein, meinen alten Kollegen aus der Bundesliga. Kennen uns seit 25 Jahren, haben zusammen den A-Schein gemacht. Macht einen super Job hier bei uns. Dann haben wir Mike Fochler aus Berlin. Wir nennen ihn den Beckham des Ostens. Dazu dann zwei Lokalmatadoren mit der Mona und mit dem Alex, die ja hier sich auch auskennen, die ja seit vielen Jahren auch hier im Jugendfußball unterwegs sind. Ja, Cedric Mattis, 18 Jahre alt, unser Küken. Zweiten Trainingstag, bei unserer dritten Trainingseinheit haben wir dann das Stationstraining gemacht. Ja, die erste Station war unser Kopfball, wo es darum geht, einen präzisen Kopfball temperiert in einen gewissen Bereich zu köpfen. Unsere zweite Station ist die sogenannte Soccer Ramp. Die dritte Station ist unser Soccer Cage gewesen. Unsere vierte Station war der Parcours. Super koordinativ wird da gearbeitet. Unsere fünfte Station war der Elfmeter. Einfach Elfmeterschießen üben. Dann unsere sechste Station war unser Radarschuss-Messgerät, wo aufgenommen wird und angezeigt wird, wie schnell die Kinder schießen. Und unsere siebte und letzte Station war das sogenannte Smart Goals. Das kommt aus den Niederlanden. Das sind interaktive Hütchen, die aufleuchten, wo die periphere Sicht von den Kindern dann trainiert wird. Ja, wir spielen hier in drei Gruppen. Alle Spiele werden gleichzeitig angepfiffen, 10 Minuten. Jeder spielt gegen jeden, Deutschland, Frankreich, Spanien und England. Die ersten beiden machen das Finale unter sich aus, dann gibt es nachher ein Einlaufen. Wir haben den Original-EM-Pokal natürlich aus der Schweiz kommen lassen und übergeben dann an jede Gruppe den EM-Pokal. Also, ich kenne ihn von meinem Vater. Der hat mir immer im YouTube gezeigt, wie er bei Bayern gespielt hat.